So, ciao. Nein, nein. Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Geklaut von Zierngiebel. Hier ist Clanky von Guerilla Gaming TV. Und nee, den Esel nennt man immer zuletzt. Hier ist Andi von Zierngiebel TV und Clanky von Guerilla Gaming TV. Und wir zocken heute Kill Confirmed auf Underground. Yeah. Vor mir. Und jetzt darfst du auch endlich was sagen. Tut mir leid, aber das musste einmal sein. Natürlich doch. Ich hätte es ja jetzt fast verkackt mit dem Aufnehmen. So aus, weiß ich nicht, reflexartiger Artenhandlung. Aber das war dann doch nicht so. Ja, wir sind hier gerade hyperaktiv in Action und hauen jetzt hier mal eine Aufnahme nach der anderen raus und sind hier am Zocken. Genau. Du bist Level 75, heute Morgen war es noch Level 40 oder wie war das? Heute Morgen war ich, oh Gott, das wird was war ich, also... Ich glaube, oder 50 war ich da, glaube ich. Irgendwas ganz Niedriges jedenfalls. Aber ja, die ersten 50 Level gehen eigentlich, die gehen ganz schnell. Für die Leute, die uns nicht kennen, wir beide haben kein Real Life und zwei separate YouTube-Channels und wir zocken dann halt den ganzen Tag, weil keiner uns mag und wir keine Freunde haben und wir einfach nur zusammen dann die Vollidioten vom Dienst sind. Genau. So, ich werde von hinten wieder angeschossen. Ich stehe super mit... Ja, du darfst gleich reden. Mit 4 Assists und 0:1 stehe ich hier relativ super und jetzt darfst du reden. Ich hab dich gerade beschützt und gerettet, wollte ich dir gerade einfach nur so sagen. Du hast keine Angst mehr. Vielen Dank, das ist nett. Ja. Finde ich auch. Ich habe mir jetzt MP9 Akimbo geklaut und jetzt renne ich hier rum. Boah, ich bin so ein Noob. Boah, komm, wo ist der Erste, den ich Noob kann? Noob ist übrigens ein selbst erfundenes Wort von mir. Mooben? Ist aber kein Copyright drauf. Ah, tot. Kein Copyright drauf, dürft ihr alle gerne verwenden, so viel ihr wollt. Ist auch keine CC-Lizenz. Obwohl, nee, doch ist CC-Lizenz, müsst ihr meinen oder Zierngiebels Namen erwähnen. Mooben? Ja, Nooben. Achso, Nooben, ich dachte Mooben. Nein, Nooben, das ist das Verb von Noob. Ach so. So, Noob ist ja ein Nomen, für die, die im Deutschunterricht aufgepasst haben. Ansonsten, was ist das für ein Wort? ein Wort halt, nicht ein Wie-Wort, kein Wer-Wort, sondern ein Was-Wort. Ein Wer-Wort. So ein Ding halt. Der Wehrwurm. Ja. So ein Ding ist das halt. Und Noob ist halt eine... wie nennt man das, wenn man einen Nomen zu einem Verb macht? Eine also ein Verbalisierung. Verbalisierung, genau. Oder Verbibalisierung. Ja, so heißt das. Genau, und ja, das ist halt so. Und ich werde hier die ganze Zeit abgeknallt. Ich stehe 2:4 und das geht einfach nicht. Was soll denn das? Das zocken wir eigentlich für einen Spielmodus hier. Kill confirmed. Ach so. Ja, ich muss mal gucken. Die Karte hier ist so klein. Ja. Erkennt man gar nichts. Nee, ich sterb hier irgendwie. Ja, jetzt tube mich doch weg. Du hast doch kein Leben. Ich wollte auch gar nicht mit der PKP spielen. Ich wollte mit der CM901 spielen. Ach, ich auch, verdammt. Ja, du bist ja auch ein YouTuber. Ja, du auch. Der Witz wird nie alt. Du bist ja auch ein YouTuber. Auf jeden Fall. Perfekt. So. Von Achter gehasst. Ja. Von den YouTubern geliebt. So, du Arsch, geh weg. C-Fix. Jawohl, ja. Der haut uns weg, der hat doch an der Kerl da. Also ich finde der, der mit dem Namen, der liest sich so. Hm? Ich glaube, der ist ein bisschen scheiße, habe ich so gehört. Ja, ich guck mal, das ist der A-A-E-A-A-O-A. Ja. Wie heißt das, wenn man so ein Ö-E hat? Also wenn man Ö oder Ü oder, also Ö-E... Ach, ihr wisst da, diesen umgedrehten Doppelpunkt auf dem Buchstaben, wie heißt das beim E? Ein umgedrehten Doppelpunkt ist doch auch bloß ein Punkt, oder? Weil einen Punkt kann man nicht umdrehen. Das hab ich keine Ahnung mehr. Ich sterbe nur noch, was ist los mit mir? Ich bin so schlecht, ich hab Final... Wieso hab ich Final Stand? Das geht überhaupt nicht. Ja, wunderbar. So wird das eine gute Runde, hey. Ja, unglaublich, wie gut ich gerade bin, aber ist nicht schlimm, wir zocken ja hier aus Fun, wir sind ja keine Stat-Kiddies, die immer die Besten sein müssen. Jo. Perfekt und jetzt stirb doch endlich mal, Öder. Öder. Ich hab zwei Menschen getötet. Ja, nicht Satan. Dreck. Ich will gar keinem was sorgen. Standing by, repeat, UAV Recon standing by. Yeah, Bullseye is standing by. Du und dein Wurfmesser. Ja. Voll der Wurfmesser-Man. Ich bin Captain Wurfmesser. C-Fix. C-Fix. Da war ein schöner Leck jetzt gerade.
300 Punkte auf einmal. Da kommt ein Mensch. Ach, wusste ich. Da kommt noch ein Mensch. Ah, ich habe mich extra töten lassen. Kein Problem. Ach so. Ja, jetzt ja, spring doch mal einen Meter Höhe. Ich bin dafür, dass du einen schönen Witz erzählst, einfach mal um die Stimmung hier aufzulockern. Hier ist ja irgendwie so deprimiert alles, weil ich ja hier auch so schlechte Stats habe. Ja. Und könntest ja mal einen guten Witz erzählen, damit das hier ein bisschen besser ist. Wie macht denn Noob-Zug? Noob! Ja, richtig! Geil! Den kannte ich schon. Okay, schade. Aber du hast ihn falsch erzählt. Man sagt, wie macht der Anfänger-Zug? Ach so. Verdammt. Ich kenne also in Englisch ist halt jedenfalls so. How does the Noob Zug das make? Train. Ja, das war jetzt auch ein sehr schönes Englisch von mir eigentlich. Ja, Englisch ist nicht so deine Stärke, ne? Ah, nee, ich bin lieber in Mathe. Ah, jetzt fast einen Wurfmesserkill gemacht. Nee, Englisch Mathe ist nicht auch super. Eine schöne Sprache, also. Ach nee, hey. Ich hasse, kann man sich über Wurzeln unterhalten und. Ja. Ah, halt die Fresse, Clanky! Da wüsste ich jetzt fast einen schlechten Zahnarztwitz. Da müssen wir die Wurzel ziehen. Wir müssen hier so eine Grille einführen. Kennst du diesen Grillensound, wenn man was erzählt, was total langweilig ist? Kein ja. Schwein interessiert. Das hätte ich jetzt nach diesem Mathe-Dings machen müssen. Ja. Das können wir auch noch. Das kommt rein. Das tue ich dann mit meinem PC dann bearbeiten. Technisch. Ja. Können wir ja machen so. Wo sind denn die Gegner, Mann? Ich werde nur getötet. Wie sieht das denn mit meinen Stats aus? 15 zu 14. Ich habe aufgeholt. Hey. Also ich habe mich hier jetzt extra für alle YouTube-Zuschauer von Zieren, Giebel TV und Guerilla Gaming TV angestrengt, um mein möglichstes zu zeigen. Das war Andy. Yeah. Auch dabei ja, so, bei der Aufnahme. So unbeliebt sind wir dann auch nicht. SMS kriegen wir ja auch ab und zu mal. Und mein aufgenommen worden. Stalker Pro gewechselt und die Runde ist auch schon vorbei. Was ja, soll das denn? Boah, wenn das so geht, hey. Scheiße. Wer hat mir denn geschrieben? Ich. Nee. Ein Abonnent hat mir geschrieben, bla 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 bla, ich antworte später. Okay. Wer schreibt denn sowas? Ja, nee, das hab ich gesagt. Also Clanky. Ja, jetzt schiebt das nicht auf mich. Nee. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Das war 10 Gebil von 10 Gebil TV und Klinke von Guerilla Gaming TV. Das war Call of Duty Modern Warfare 3 mit einer Runde Kill Confirmed auf Underground. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Tschüss, ciao, mach's gut. An die Sache auch tschüss. Bleib so schön, tschüss. Tschüss. So.